Ja, hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem Black Ops 2 Commentary. Nicht wundern, das Gameplay ist wirklich schon etwas älter, da war ich noch Level 50. Im Moment bin ich aber Prestige 1, Level, ich glaube 39 oder 40, keine Ahnung genau, ist mir auch relativ egal. Ja, kurz zum Gameplay. Ich habe dabei die PDW 57 mit Vollmantelgeschoss und Vordergriff. Meine Perks sind Hardliner, Zähigkeit und Techniker. Und meine Punktesälen sind die Drohne, die Hellstorm-Rakete und der Blitzschlag. Ja, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, Abschuss bestätigt auf der Map Career. Ja, also wie gesagt, Black Ops 2 habe ich ja im Moment beiseite gelegt, weil gerade zu dem XP-Wochenende hat mich das so angepisst, das ständige Host-Migration und Verbindung zum Server verloren und Serverüberschreitung und. Also da gibt es viele Faktoren, die mich ziemlich angepisst haben. Und ja, seitdem habe ich das Spiel auch nie wieder angefasst. Also seit dem Sonntag sozusagen von dem XP-Wochenende. Und ich habe auch nicht wirklich viel gelevelt. Ich habe an dem Samstag mal ein, zwei Stunden gespielt. Das war es aber auch, weil ich dann auch nicht so wirklich die Zeit habe. Und ja, ich möchte euch in diesem Commentary mal kurz meine Weihnachtspläne sozusagen erzählen, was bei mir so zu Weihnachten abgeht. Ja, was ich jetzt vorhab noch nächste Woche und ja, so allgemein ein bisschen Unhalt. Adventskalender Türchen Nummer 21 kommt in diesem Video auch drinne vor. Also gespannt sein. Ja, mein Weihnachten dieses Jahr wird eigentlich relativ stressig, muss ich jetzt mal so sagen. Und zwar liegt es daran, dass ich halt am 24. sozusagen nach dem Mittagessen, also zum Kaffee trinken, bei meinem Vati eingeladen bin. Da wird halt dann Kaffee getrunken, dann dort Bescherung gemacht und ja. Dann abends bin ich bei meinen Schwiegereltern eingeladen zum Abendbrot. Dann wird dann nach dem Abendbrot nochmal Bescherung gemacht. Und dann muss ich aber auch am 24. abends, also wenn ich dann zu meinen Schwiegereltern gehe, liegt ja bei uns mit dem Haus hier, werde ich dann auch meine Weihnachtsgans ansetzen für den nächsten Tag. Denn am 25. Dezember sozusagen habe ich für mittags sozusagen meine Mutter eingeladen und meinen Stiefvater sozusagen und mal von meiner Schwester den Freund, weil meine Schwester ja arbeiten muss. Das heißt, wir sind zu fünft insgesamt, also ich, mein Freund, meine Mutter, mein Stiefvater und mein Schwager. Und ja, zum Mittagessen werde ich dann ein Vier-Gänge-Menü machen. Und das muss ich halt auch vorbereiten. Ist halt schon, ja, eine Menge Arbeit drin. Aber ich freue mich echt riesig, blöde. Weil ich mag das halt. Ich bin, wie gesagt, gelernte Köchin und ich mag dann immer so zur Festlichkeit dann auch sowas herzurichten. Und wir haben uns halt jetzt einen extra Raum fertig gemacht, sozusagen mit so einem großen Tisch. Schön Dekoration und alles. Und da gibt es dann halt die vier Gänge. Das werden halt einmal sein Cazpacho. Dann gibt es so einen Weihnachtssalat à la 15. Als Hauptgang gibt es halt die Gans mit frisch hausgemachten Rotkraut. Also jetzt nicht irgendwie so aus dem Glas oder so. Nee, ich mache das selber und Thüringer Klöße dazu. Und dann als Dessert gibt es so eine Eiskreation auf Eierlikörschaum. Ja, finde ich eigentlich ganz lecker und ich freue mich auch riesig drüber. Ich habe gestern bereits bei Facebook auch nochmal nachgefragt, wie sieht es denn bei euch aus? Würdet ihr mal so ein Tutorial zu so einem Weihnachtsmenü mal sehen? Wenn ja, dann würde ich das halt so machen, dass ich halt von jedem Gang sozusagen, also Weihnachtsmenü 2012, erster Gang, bla bla bla, dann Tutorial-Video sozusagen und immer so weiter, also von den vier Gängen sozusagen so ein Video drüber mache. Weil ich denke mal, einige wird es vielleicht interessieren, einigen auch nicht. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, ob euch das sowas interessieren würde. Ob ihr überhaupt sowas schauen würdet, so ein Weihnachtsmenü, wie man das herstellt. Und vor allem die Gans, weil ich habe gestern auch wieder im Fernsehen gesehen, wie einige eine Gans machen. Alter, da greife ich mir an den Kopf. Boah, ohne Scheiß. Ich sag mal so, wie gesagt, ich bin zwar gelernte Köchin, aber seit wann bitte tut man eine Weihnachtsgans mit Bier überschütten? Das ist doch pervers, das kann man doch nicht machen. Aber egal, deswegen, also, wenn ihr Bock drauf habt, kann ich euch das gerne mal zeigen, wie ich das so alles hinzauber und auch wie ich sozusagen, sozusagen den Weihnachtstisch dekoriere. Na, wie das alles so halt ringsrum so gehört. Und ja, heute habe ich endlich mal geschafft, meine ganzen Weihnachtsgeschenke einzupacken für die ganzen Leute. Und ich muss aber nachher noch was Kleines noch besorgen für meine zwei Stiefbrüder sozusagen. Und ja, dann habe ich Weihnachten auch schon abgeschlossen. Am 26. steht bis jetzt, sage ich jetzt einfach mal, noch nicht großartig was an. Ich denke mal, dass sind wir dann wieder bei meinen Schwiegereltern unten, weil da ist dann auch Verwandtschaft da und ansonsten mal schauen. Ja, so viel zum Weihnachten.
Ja, ich warte immer noch auf den Weltuntergang, weil dann wäre mir das alles erspart geblieben, den ganzen Weihnachtsstress und sonstiges. Allerdings, ja, scheint ja der Weltuntergang irgendwo abhanden geblieben zu sein. Was ich allerdings sehr, sehr lustig finde, dass wirklich einige, selbst die Maya-Nachkommen, also das hatten die letztens mal bei Galileo erzählt, die Maya-Nachkommen bei den ganzen Maya-Tempeln, die profitieren jetzt auch von dem Weltuntergang, weil ja, sehr, sehr viele, vor allem gerade die Amerikaner und so, die besuchen halt noch die ganzen Maya-Städten, die ganzen Tempel. Und ja, da können die natürlich ordentlich Kohle da unten scheffeln durch die Souvenirs und sonstiges. Und von daher selbst die Maya-Nachkommen profitieren wirklich daher, dass ihre Vorfahren sozusagen so einen Kalender gemacht haben. Und unter anderem hat dann auch in einer in Amerika, hat dann auch so Bunker gebaut, irgendwo in der Pampa. Und ist durch das, ja, durch die Bunker, die er gebaut hat für den Weltuntergang sozusagen, ja, Multimillionär geworden. Und da denke ich mir manchmal so, boah, du müsstest auch mal auf so einen Einfall kommen. Einfach irgendwas erfinden, irgendwas machen und dadurch Millionen scheffeln. Das könnte doch mal richtig genial sein. Ich habe mir auch schon überlegt, ich könnte ja mal irgendwo als Privatkoch arbeiten. Also so, keine Ahnung, irgendwie halt so Privatkoch arbeiten, weil, ja, ich denke mal, als Privatkoch kann man auch ordentlich Kohle bekommen, denke ich mal, gehe ich von aus. Und von daher, ja, so viel dazu. Ja, übrigens, genau, was ich schon gesagt hatte, also wie gesagt, Black Ops 2 ist demnächst auf meinem Kanal erstmal nicht mehr so wirklich zu sehen, einfach daher, weil ich wirklich die Lust an Black Ops 2 derzeit verloren habe. Ich habe jetzt auch schon einige ja, MW3 Gameplays erspielt und ja, die werde ich dann, denke ich mal, auch demnächst auf meinem Kanal zeigen. Unter anderem halt auch für nächste Woche. Und zwar habe ich nächste Woche vor, also so zwischen Weihnachten und Silvester, ein Commentary zu machen zum Thema Mein Rückblick 2012, entschuldige. Und zwar kommt da halt drinne vor, ja, wer halt für mich als YouTuber aufstrebend war, sozusagen. Mein Lieblingsfilm 2012 jetzt im Kino. Meine Lieblingsserie 2012 und meine Lieblingsmusik und sonstiges. Also wirklich so mein ganzes Zeug halt für 2012, was ich halt cool fand. Und was ich, ja, 2012 sozusagen, ja, aufstrebend fand. Also irgendwie sowas, also mein Rückblick 2012. Oder was an meinem Kanal halt 2012 recht cool war, was ich halt, ja, der beste Moment sozusagen für mich dieses Jahres und so weiter und so fort. Also da habe ich mir auch schon so überlegt, sowas zu machen, weil ich denke mal, einige wird es vielleicht interessieren, einige vielleicht nicht. Aber wie gesagt, ich zwinge keinen, meine Videos zu schauen. Wer sie schaut, der schaut sie, wer nicht, der nicht, hat Pech. So. Ja, kurz zu den Adventskalender-Gewinnspielen für die nächsten Tage. Also ich kann ja schon mal vorneweg sagen, ich habe jetzt halt noch jede Menge Dota 2 Keys, dank meinen lieben Abonnenten, da haben ja einige noch welche was geschenkt, werde ich aber dann in dem Adventskalender-Video dann noch erwähnen, die Leute, die mir die Keys geschenkt haben. Und dann habe ich noch einen weißen Xbox-Controller mit goldenem oder silbernem Autogramm, muss ich mir halt mal noch überlegen. Und ja, zu Heiligabend habe ich zwei Gaming-Tastaturen und ein, ja, Spezialvideo, leider in Black Ops 2 mit meinem Freund. Und ich denke mal, das wird auch ganz, ganz lustig werden. So, ja, so viel dazu. Wenn ihr noch irgendwelche, ja, Themen habt oder so, die ich mal demnächst anquatschen soll, die euch auf dem Herzen liegen oder so, könnt ihr mir ja gerne mal Bescheid sagen. Würde ich dann auch gerne mal ansprechen. Aber okay, so, kurz zum Adventskalender, Türchen Nummer 21. Der steht ja nur heute an. Heute ist Freitag. Ja, übermorgen ist der 4. Advent, das heißt Sonntag, der 23.12. ist 4. Advent. Und ich habe heute wieder was für die Xbox-Spieler am Start, und zwar 800 Microsoft Points. Das heißt, einer von euch kann 800 Microsoft Points gewinnen. Ich denke mal, mit 800 Microsoft Points kann man doch schon viel kaufen. Unter anderem halt auch ja, das neue DLC für Trials Evolution, was nur, wirklich nur 400 Microsoft Points kostet, finde ich sehr, sehr billig oder sehr, sehr schön, dass es überhaupt so billig ist, weil man nehme dann zum Beispiel so andere Spiele wie Call of Duty und so, ne, oder Battlefield 3, wo die, ja, die DLCs einmal so schweineteuer sind, aber auch bei anderen Arcade-Games und so, alle Erweiterungen sind echt unter 800 Microsoft Points meistens nie zu bekommen. Deswegen, wie gesagt, verlose ich heute 800 Microsoft Points für eine Person von euch. Ja, was ihr dafür machen müsst, ist wie immer in die Videobeschreibung schauen. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Und ja, was gibt es noch groß zu sagen? Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt nichts mehr ein. Ich denke mal,
Ja, die Gewinnspielauflösungsvideos werden wohl, denke ich mal, so am 26. Dezember oder am 27. Dezember kommen. Muss ich mal schauen. Und ja, ich habe mir halt überlegt, dass ich denke mal, 4 Videos machen werde. Also sozusagen immer, ja, einige Tage sozusagen ein Video, weil dann wird es übersichtlicher. Erst habe ich überlegt, dass ich halt, ja, von jedem Tag einzelnen Video hochlade, aber ich denke mal, das wird zu viel, wenn ich 24 Videos hochlade, obwohl ich das am, ja, einfachsten finde für euch, da das überblicklicher ist, also viel, viel besser. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich das machen soll mit den, ja, Gewinnspielauflösungen, ob ich halt nur 4 Videos machen soll oder 8 Videos oder von jedem Gewinnspiel ein Video. Schreibt es mir in die Kommentare und dann würde ich sagen, schönen Tag noch, tschüss!